Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play Car Mechanic Simulator 2014 mit dem Zaunpfahl. Und ich begrüße euch heute hier aus meiner wunderschönen, gemütlichen Sitzecke, die wir hier in der Werkstatt haben. Ja, selber hinsetzen geht leider nicht, aber wir wollen hier ja auch nicht tatenlos rumsitzen, sondern uns um diesen grauen Jeep hier kümmern. Und der hat folgendes Problem. I was driving off-road and I had to cross a pretty deep river. My engine doesn't start anymore. Ja, er war off-road unterwegs und musste durch einen ziemlich tiefen Fluss fahren und jetzt springt der Motor nicht mehr an. Tja, das ist doch schon mal ein guter Anhaltspunkt, nach dem wir gucken können. Und zwar am besten hier mit unserem tollen Auslesegerät, das mir vorne am Motor so ziemlich alle Zustände ausliest. Wunderbare Sache das. So. Zack. Raus hier. Tür zu. Klappe auf. So. Und einmal bunt hätten wir gerne. Und einmal durchsichtig. Und da sehen wir schon den Starter, die Lichtmaschine und die Batterie hat es anscheinend mitgenommen. Okay. Dann holen wir den Kram doch erstmal raus. So, wie komme ich da unten hin? So. Schraube die Schraub. So. Da müssen wir das für rausnehmen. Wo wir schon dabei sind, gucken wir uns doch direkt die restlichen Teile hier auf der Seite an. Die sieht aber soweit gut aus. Okay. Zündkerzen? Na, erst den Deckel abnehmen. Okay, na gut. Wobei, wenn das Starter-Modul noch in Ordnung ist, oder Ignition-Module, nehmen wir das Gäbelchen trotzdem mal kurz runter. Nö, alles grün. Okay. Filter. Wenn da Wasser reinläuft, ist glaube ich auch nicht so cool. Auch wenn der Ölfilter hier unter so einem hübschen Deckelchen sitzt. Nö, der ist aber noch super. Okay, dann spare ich mir jetzt gerade auch mal das Auseinandernehmen von dem Lüftungsding. Luftding. Luftfilterteil. Und aha. Da haben wir eins. War meine Vermutung also doch nicht so ganz verkehrt. So. Ja, das ist glaube ich jetzt alles, was hier so mit Elektrik-Trick zu tun hat. Für den Moment. Schauen wir mal. Na, den komischen Reifen können wir verkaufen. Den ganzen Mist hier mal weg. So. Wir brauchen eine Batterie, auf jeden Fall. Aber erstmal gehen wir gucken, ob wir irgendwas reparieren können. Ja, sehr schön. Dann brauchen wir trotzdem noch eine Batterie und ein Ignition Module. Und, oh, wir sind wieder reich. So ein bisschen. Dann nehmen wir doch jetzt den Discount, nachdem ich das die ganze Male schon verkehrt gemacht habe und den immer erst hinterher gekauft habe. So, eine Batterie. Ein Ignition Module. Und an den Rest erinnere ich mich schon nicht mehr. Was war denn da noch? Hm, das kann auf jeden Fall schon mal weg. Nö, sonst hatten wir nichts. Der Rest konnte repariert werden. Na denn, wieder hinein mit dem Zeug. Einmal die Kamera rumdrehen. So, eine Schraube, zweite Schraube, Käbelchen oben drauf. Hüpf. So, hätten wir das erledigt. Dann Ding wieder rein. Oder Alternator, ja, Spannungswandler. Das ist vielleicht die bessere Übersetzung. Oder? Was meint ihr?
So, war es das? Nö. Haben wir noch was im Inventar vergessen? Ach ja, die Batterie, natürlich. Das war es aber trotzdem auch noch nicht. Okay. Nö, ist gut. Tja, was könnte es denn noch sein? Was durch Wasserschaden nimmt? Getriebe? Ne, Getriebe hier rausholen? Das ist mal so ein Aufwand. Ha. Aufhängung vielleicht? Na, gucken wir mal von unten, ob wir da was finden. Ah, hinten vielleicht Benzinpumpe und Filter. Oder? Wäre das noch eine Möglichkeit? Ne, Benzinpumpe ist grün. Aber der Filter ist ziemlich rot. Okay. Dann hätten wir davon gerne auch 9. Wie Fuel Filter. Jo. So, nochmal auf den Zettel gucken. Das war's. Sehr schön. K incomplete. Lasst mich raten, was ich vergessen habe. Den blöden Plastikdeckel. Es ist doch immer wieder dasselbe mit mir. Aber das Ding ist halt auch einfach überflüssig wie ein Kropf. Braucht doch kein Mensch. Sieht ein bisschen hübscher aus, aber sonst erfüllt das Ding doch keinen praktischen Zweck, oder? Täusche ich mich da jetzt? Naja. Egal. Immerhin sagt einem das Auto so halbwegs, was man falsch macht. Chip-Tuning. Okay, 40%. Oh Gott. I got some money for my birthday, so I can finally have my car tuned. Add as much power as you can. Ja. Ich habe zum Geburtstag ein bisschen Geld gekriegt. Und jetzt kann ich mir endlich leisten, mein Auto tunen zu lassen. Mach mal so viel du kannst. Dann machen wir mal dieses tolle Minispielchen hier. So, da war's drauf, da war's drauf, da war's drauf. Ah, das ist doch schon mal schön. Machen wir hier was runter, da was runter, da was hoch. Aha. Aha. Das sieht doch... Verdammt, es sieht wieder schlechter aus. Vielleicht sollte ich einfach mal beobachten, was sich wo tut. Nein, den wieder weg. Okay. Okay, das war ganz falsch. So. Ne, dann wird es nur wieder überall weniger. Ha! Jetzt haben wir es geschafft. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Mal sehen. Das war erfolgreich. Sehr schön, sehr schön. Und diesmal sogar halbwegs schnell hinbekommen, glaube ich. Mal nochmal mit den anderen Videos vergleichen, wie das da geklappt hat. Aber ich glaube, langsam kriege ich den Dreh raus, wie es funktioniert.
Muss nur mal genauer darauf achten, so was bei welchem Balken passiert. So, warte mal jetzt. Ja, super. Normalerweise versuche ich mein Auto selbst zu reparieren. Das hat bislang eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber es wird schlimmer und schlimmer. Es ist Zeit, das zu einem professionellen Automechaniker zu geben. Ja, also nicht zu mir. verflucht. Ja, und an so einer Karre schraubt jemand selber rum? Kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen. Diese reichen Schnösel, die sich sowas leisten können, sind sich doch in der Regel zu schade, sich die Hände dreckig zu machen, oder? Nehmen wir erstmal den hier. Vielleicht verrät er uns schon irgendwas Sinnvolles. Aber sieht nicht danach aus. Ah, hier vorne haben wir was Rotes. Okay. Aber da ja anscheinend ziemlich viel zu machen ist, gehen wir jetzt auch nochmal auf den Diagnosepfad. Bremsen und Aufhängungen. Bremse vorne, super. Na, ihr kennt das Spiel mich jetzt gerade nicht. Press and hold brakes. Ja, Bremse hinten für den Arsch. Stoßdämpfer. Ah, nicht wirklich toll. Und? Oh, oh. Okay. Das sah ja mal ganz übel aus. So 10% auf der einen Seite, 90% auf der anderen. Gar nicht gut. So. Gehen wir auch nochmal nach draußen auf die Teststrecke oder... Ach nö. Wir gucken uns das Auto jetzt erstmal von unten an. Ich denke, da würde jetzt nicht mehr allzu viel sinnvolle Erkenntnisse bei rumkommen. So. Wir haben hier ein Rubberbushing. Wir haben hier eine Rubberbushing. Wir haben hier eine Aufhängung. Dann sehe ich da schon das Teil. Ist auch nicht gut. Dann hangeln wir uns jetzt mal am Auspuff nach hinten lang und gucken, was da noch so scholles Rot blinkt. Das sieht nämlich auch nicht allzu vielversprechend aus. Na. Achso, erst Auspuff. Ja, okay. Zup. Ich sehe zwar nicht, was ich mache, aber das funktioniert. Wunderbar. Okay, hier kommt dann direkt mal alles runter. Daneben geklickt. So. Du kommst weg. Benzinfilter ist erstaunlicherweise in Ordnung. Und da sehe ich noch eine rote Bremse. Und hier auch. Genau, die waren ja völlig hinüber hinten. Okay. Ach ja, und den Auspuff können wir direkt auch noch mitwechseln. Schön. Gut, dass ich da jetzt nochmal drauf geklickt habe. Das wäre mir sonst wieder bis zum Ende nicht aufgefallen. So. Mal sehen, was davon lässt sich reparieren? Nur die Aufhängung. Toll. Wir brauchen dreimal Rubber Bushing. Okay. Eine Feder hinten, einen Schockabsorber hinten. Den verkaufe ich mal noch nicht.
kann ich im Zweifelsfalle nochmal nachgucken. Und, oh, wir sind reich. Da nehmen wir doch direkt mal hier den das Upgrade für mehr Discount. Ach komm, Level 10. Ab dafür. Alles. Und 7000. Nee, da kaufen wir lieber erst ein. Uns bleibt am Ende nichts mehr über. Nein, nicht die vordere will ich kaufen. Die hintere. So, dann will ich kaufen einen Schockabsorber. Und ich glaube... Ach genau, den Muffler V6 Rear Left. Okay. Den da. Genau. Dann können wir das hier hinten schon mal wieder so weit zusammenbasteln. So. Fangen wir an mit dem Schockabsorber. Der Federung. Und dem Ärmchen. Dann Auspuff können wir wieder dran schrauben. Ja, wenn die Schrauben irgendwo zu sehen wären. Und die andere Seite auch. So. Und Rubber Bushing. Wie komme ich da hin? Da. Wiss. Ah, verdammt. Die haben wir natürlich vergessen einzukaufen. Ach ja. Ich doof. 1, 2 und... Ah! Verklickt. Eine dritte wollte ich doch noch haben. So. Und die eine kommt da hinein. Okay. Dann... Hier vorne können wir die Aufhängung schon wieder reinsetzen. Und auch die zwei Gummidinger. So. Ich glaube, das war's für den Moment, ne? Ja. Gut. Also, Auto wieder runter. Und dann kümmern wir uns um die Bremsen hier hinten. Ach, wie schön. Dann werden wir auch endlich mal hier einen von den Bremssätteln los. So. Klötzchen sind okay. Eine Brake Disc. Aber erst nochmal die andere Seite gucken. Da ist es genau andersrum. Klötze sind durch und die Scheibe auch, aber der Sattel ist noch gut. Okay. Wie war's vorne? Weiß ich schon gar nicht mehr. Da sehen die Bremsen eigentlich okay aus, ne? Ja. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Also zweimal Bremsscheibe, der kommt weg. Und zweimal Bremsklötzchen. Okay. Brake Disc. Und 1, 2 Brake Pad. Dann Klötzchen drauf. Sattel drauf. So, Reifen drauf. Haben wir den Teil schon mal fertig. Dann geht es rum zur anderen Seite. Da, wow. Die kaputte wollen wir natürlich nicht wieder einbauen. Ne, habe ich vergessen, eine zweite zu kaufen. Okay. Dann halt nochmal nach vorne latschen. Diener wollen wir. Jawohl. So. Eins.
2, ein Sattel, angeschraubt das Ganze, Rad drauf, hinterer Teil des Autos ist fertig. Ach, ist das schön. Dann muss ich die Seite hier auseinandernehmen. Ja. Muss ich. Um da dran zu kommen. Und dann untersuchen wir mal gerade die Lenkung, wo wir schon da sind. Die sieht aber in Ordnung aus. Gut. Also, einen Autotie-Rod. Moment. Lässt mal hier den Bremsenmüll verkaufen. Der Übersichtlichkeit wegen. So. Dann hätte ich jetzt gerne dieses Teil. Und wir werfen auch hier nochmal einen Blick auf die Lenkung. Die ist aber in Ordnung. Schön, schön. Ja, dann brauchen wir jetzt zweimal Tie-Rod-Dinger. Richtig? Richtig. So, da. Diese Liste an Teilen ist verdammt lang. 1, 2. Und bei weitem nicht vollständig. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel hat ja echt eigentlich eine doch ganz gute Auswahl an Sachen drin, die man hier machen muss. Und immer wieder Abwechslung in den Aufgaben, auch wenn es sich naturgemäß auch zwischendurch immer wiederholt. Aber mein Gott, an einem Auto können halt auch nur 57 Sachen kaputt gehen. Gut, das vielleicht dann noch in 98 verschiedenen Kombinationen. Aber nicht alle davon sind wahrscheinlich auch sinnvoll. Von daher, ja. Ist das Spiel eigentlich so, mit dem, was es macht, finde ich zumindest ziemlich ordentlich. Mir macht's auch Spaß, sonst würde ich ja hier nicht in mittlerweile, wo sind wir denn? Folge 18, glaube ich, angekommen sein. Sondern hätte wie dann beim Nahverkehrsmanager schon irgendwie nach einer Stunde aufgegeben und gesagt, ey, das Ding ist so kacke. Das macht keinen Spaß. Okay. Jetzt brauchen wir nicht dies und nicht das. Einen Timing Belt vor allen Dingen. Ja, das angefangene und nie fortgesetzte Let's Play zum Nahverkehrsmanager findet ihr natürlich auch in meinem Kanal. Da ist eine Playlist für angelegt. Aber ganz ehrlich, ich kann eigentlich nicht wirklich empfehlen, das zu gucken. Außer, wenn man sich aufregen will. Und hä? Haben wir nicht gerade einen Timing Belt? Ach verdammt, Timing Belt V6. Da gibt es auch noch zwei verschiedene. Dreckskack, Mist hier. Ja, genau. Also, wenn ihr das mal gepflegt über ein Spiel sagen wollt und das eine ganze Zeit lang am Stück, dann schaut euch den Nahverkehrsmanager 2012 von Astragon an. Es ist der letzte Mist. Nicht kaufen unter gar keinen Umständen. Spielt stattdessen lieber Cities in Motion, den ersten Teil, der ist richtig gut. Der zweite, nicht ganz so sehr. Habe ich zwar mittlerweile auch irgendwie dran gefunden, aber wirklich toll finde ich es jetzt immer noch nicht. Ja, egal, wir sind ja beim Car Mechanic Simulator und ich stelle gerade fest, dass ich den verfluchten kompletten Auspuff nochmal auseinandernehmen muss. Nein! Verdammt. Weil das Teil hier vorne dürfte man natürlich nicht abschrauben, ohne dass der ganze Rest weg ist. Ach, ist das toll. So, um an das Teil zu kommen, muss ich an das Teil, 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 muss ich an die beiden. Och, nö. Ich hätte vielleicht doch vorne anfangen sollen im Auto. Hallo, Schrauben. Ne, geht mal halt hier in den Auspuff rein. Was soll's.
Zack. Wo ist die Musik schon wieder hin? Die ist einfach so verschwunden. Na sowas. Aber ich gehe jetzt nicht extra zum Radio. Ja, oder gleich vielleicht, wenn ich hier mit Auseinanderbauen fertig bin. Aber vielleicht hat die Musik sich dahin bis dahin ja sogar auch schon wieder von alleine eingefunden. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum die manchmal verschwindet. Und dann wiederkommt. Oder nicht wiederkommt, um genau zu sein. Können wir eigentlich hier das Lenkungsding in der Mitte uns mal anschauen? Können wir. Und das ist in Ordnung. Okay. Dann muss das Auto jetzt einmal runter. Ich suche gerade in der Zeit mal nach dem Radio da hinten. So. Auch wenn ich die Musik hier drin jetzt nicht unbedingt so super finde, aber ganz ohne ist dann irgendwie auch seltsam. Ach du Schande. 798.000 Schrauben. Na toll. Jetzt könnte man so eine Fahrstuhlmusik gebrauchen. Nein, lassen wir das. Jetzt haben wir ja wieder Musik. Auch wenn sie gerade ziemlich unaufdringlich im Hintergrund so vor sich hin plätschert. So, endlich geschafft. Dürfen wir das Ding zufälligerweise reparieren? Nö, nur so ein Bremsding noch übrig. Naja, behalten wir den mal. Ja. Wie heißt das Ding jetzt genau? Da. Exhaust Manifold V6. Und das ist bestimmt ein ganz schön teures. Ja, 1300. Seht ihr? Na, war es doch gut, dass ich nicht noch Geld ausgegeben habe. Wobei mit den 4000 ein bisschen, wären wir so gerade eben wahrscheinlich hingekommen. Oder? Ne, wenn ich jetzt noch 4000 ausgebe, hätte ich 700... Ja, es hätte wahrscheinlich gereicht, aber nur knapp. Und die 798.000 Schrauben wollen natürlich auch wieder befestigt werden. Immerhin muss ich die Kamera nicht dafür drehen. Das ist ja schon mal etwas. Juhu! So, mal auf den Zettel gucken. Noch kein Häkchen, okay. Dann versteckt sich hier noch irgendwo irgendwas. Aber was? Na, vielleicht den Motor vorne nochmal ins Auge nehmen. Ich denke mal, es wird vorne sein. Weil hier hinten gibt es ja eigentlich nichts mehr. Was es noch sein könnte... Zack. Und den letzten. So, mal gucken. Nee, Benzinpumpe ist es auch nicht. Und ansonsten gibt es hier hinten keine weiteren Teile. Okay. Oder? Jetzt mal sehen. Nein, immer noch keine Häkchen da. Dann... wir uns den Filter angeguckt. Nein. Ist aber auch in einem guten Zustand. Also wieder rein. Was haben wir denn noch? Kabel ist okay. Kabel ist auch okay. Zündkerzen sind okay. Andere Seite gucken. Nö, die sind's auch nicht.
Dann schauen wir mal noch den Luftfilter, weil das ist das letzte Teil, was mir jetzt noch einfällt. Immer diese blöde Kamera. So. Und wenn der es jetzt nicht ist, dann was? Weiß ich's auch nicht. Nö, 94%. Verdammt. Dann bleiben langsam nicht mehr allzu viele Teile über zum Angucken. Krieg ich da jetzt noch hier unser neues Luftdurchlass-Dingen. Ja. Was haben wir denn noch? Eigentlich nur Getriebe. Und dahinter verbergend die Kupplung. Das wäre jetzt natürlich bitter. Wenn wir da ans Getriebe ran müssen. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich hier keine andere Möglichkeit. Weil der Rest ist doch sonst echt alles grün jetzt. Ich sehe nichts mehr. Seht ihr was? Tja. Und bitte sagt mir, ich muss dafür nicht schon wieder den Auspuff abschrauben. Das wäre ja doch ein bisschen viel des Guten. So, der muss weg. Einmal rumdrehen und die beiden Dinger zu den, die Antriebsstränge zu den Reifen, ja. Machen wir das jetzt noch und wenn es das nicht ist, dann veralbert mich das Spiel. Glaube ich. So, eins. Zwei. Drei. Und jetzt müssten wir doch eigentlich ans Getriebe rankommen. Das ist auch gut, aber nicht ganz so gut wie der Auspuff befestigt. So. Untersuchungsmodus. Grün. Grün. Ups, nein. Ja, super. Was hat der Zaunfall jetzt schon wieder übersehen? Ah! Jetzt wird's echt mysteriös. Mysteriös. Weil hier gibt es ja sonst nichts, was ich noch auseinanderbauen darf. Hier am Motor ist nichts. Sonst irgendeine Spezialaufgabe, Ölwechsel oder so, ist auch nicht. Haben wir Öl geguckt? Öl ist ziemlich schwarz. Aber. Ölwechsel machen. Ich bezweifle allerdings, dass der irgendwas bringt. Ja, hier sind auch sonst keine Teile mehr über. Oder habe ich hier an den Bremsen irgendwas vergessen? Nö, sieht nicht so aus. Ja. Spiel, was willst du von mir? Schau mal
prüfen mal, ob es der Ölwechsel bringt. Ich habe da so meine ganz starken Zweifel, aber wer weiß. Weil bis jetzt stand der Ölwechsel immer als extra Objekt noch mit auf der Liste. Und das tut er hier ja nicht. So, weg damit. Aber sonst ist doch hier echt nichts mehr dran. Mal einen großzügigen Schluck Supermotoröl. Ja, da geht noch einer. Jo, perfekt. Und ha, doch, es war das Öl. Okay. Ja, geil. Dann schraube ich hier jetzt nochmal fix zusammen. Und dann haben wir das für diese Folge. Haben wir doch tatsächlich wieder eine Karre geschafft. Und merken, auch wenn der Ölwechsel nicht mit auf der Liste steht, er kann durchaus gefordert sein. Ja. Dann wird das Spiel jetzt hier zum Ende hin doch tatsächlich nochmal ein bisschen komplexer. Oder, naja, komplexer nicht, aber verleitet einen mehr zum Nachdenken. Interessant, interessant. Ja, wo waren wir jetzt hier? Nummer 61. Das heißt, noch so ungefähr 15 verbleibende Autos, die es zu reparieren gilt hier im Karrieremodus. Das heißt, grob geschätzt, ich war bis jetzt immer so bei 3 bis 4 Autos pro Folge. Das noch bei 15 verbleibenden Autos, 4... 15 durch 4 passt nicht, 16 wären 4 Folgen, 4, vielleicht 5 Folgen von diesem Let's Play noch kommen werden. Dann gucke ich vielleicht nochmal kurz in den Endlosmodus rein, aber ich glaube nicht, dass der mich noch besonders lange aufhalten wird. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, wie es hier auf dem Kanal sonst noch so weitergeht. Ich habe auf jeden Fall noch ein Testvideo in der Pipeline, das hoffentlich bald kommen wird. Das ist im Moment noch zurückgestellt für ein anderes Projekt. Ja, da kann ich im Moment noch nichts zu sagen. Wird aber auch wahrscheinlich nächste Woche fertig sein und erscheinen. Allerdings nicht hier auf meinem YouTube-Kanal. Nein, das geht leider nicht. Liegt an der Form des Projekts. Ich werde es hier wahrscheinlich irgendwo mal mit erwähnen und verlinken, aber ja. Das nur mal so nebenbei. Ja, und was hier nach für ein Spielchen kommen wird, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht mache ich mal irgendwie so ein paar Folgen Euro Truck Simulator. Das könnte ich mir vorstellen. Oder demnächst wird auch der American Truck Simulator kommen, also quasi die amerikanische Version vom ETS mit und das könnte ich machen. Ja, das klingt nach einem Plan. Nagelt mich nicht drauf fest, wenn er da ist, aber ich denke, ich werde mir kaufen und dann vielleicht auch hier mal vorstellen, ob als Let's Play oder als Test, weiß ich noch nicht. Abwarten. Wenn ihr auf den Abonnieren-Knopf drückt, werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Zaunpfahl.